liebe Geschmacksbrüder, Schwestern und diverse Geschmäcker, zu einer Sonderfolge zu Silvester. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wir arbeiten für euch an Silvester, machen ein neues Video für euch, dass ihr mal wieder ein bisschen Content habt, weil wir waren ein bisschen faul die letzten Monate, würde ich fast sagen. Ja, faul waren wir nicht, wir waren zurückhaltend. Wir haben uns neue Ideen überlegt, also ich mir. Thomas, was grillen wir? Wir grillen heute leckere Tomahawk Steaks, wenn ihr seht, hier. Das große habe ich entschieden, ist heute für mich. Das kleine habe ich entschieden, ist auch für mich. Ist für Tino. Und wie machen wir das? Was machen wir das? Und was machen wir dazu, Tino? Dazu machen wir lecker gefüllte Ofenkartoffeln. Wie wir die machen, werdet ihr später sehen, werde ich ein bisschen erklären. Ja, ganz einfaches Gericht eigentlich, ganz schnell gemacht. Dazu Grillgemüse, Paprika, Zucchini. In der Pfanne machen wir mit auf dem Ofen nebenbei. Bisschen Rosmarin rein, Zwiebelchen. Lecker! Und noch einen kleinen Dip für die Kartoffeln. Ja, ich würde auch sagen, wir fangen direkt an, weil es ist jetzt mittlerweile 19 Uhr. Ja, gleich 19 Uhr. Zwei Stunden, denke ich mal, werden wir brauchen, beziehungsweise wird das Fleisch brauchen. Wir werden jetzt also langsam slow erstmal grillen auf 52, 53 Grad. Dann werden wir es nochmal bei voller Hitze. Kerntemperatur. Kerntemperatur natürlich. Ja, unsere Zuschauer wissen das, die sind Profis wie wir. Ja, ja, danach werden wir es nochmal scharf anbraten, ein schönes Muster branden und hoffen, dass es lecker wird. Ich weiß wieder, dass es lecker wird, weil ich habe bisher, was wir gegrillt haben, war immer lecker. Ah ja, bis auf eins, aber das verraten wir nicht, was es war. Das war der Mango-Nachtisch. Okay, aber da es ja Silvester ist, lassen wir heute schon eine Rakete für euch steigen, würde ich sagen, Tino, oder? Ja, eine kleine. Dürfen zwar nicht, aber wir hauen es trotzdem mal raus. Und so, Achtung. Bleibt dabei, guckt euch das Video an, wird bestimmt wieder lustig wie immer, vielleicht auch ein bisschen informativ. Und ja, wir sehen uns spätestens wieder nach dem nächsten Schnitt. Ja. Okay, und wir sind schon wieder zurück. Wir haben hier die zwei Tomahawk Steaks, wie ihr seht. Und wir legen einfach auf den Grill, wir haben was vorbereitet. Und zwar haben wir hier unseren inneren Temperatursensor, den werden wir einpendeln, beziehungsweise die Temperatur werden wir einpegeln auf 100 bis 120 Grad. Und dann legen wir die lecker Tomahawk Steaks, die wir hier so wunderbar vorbereitet haben. Thomas, ich habe es dir doch gezeigt, wie du es drauflegen sollst. So soll ich es drauflegen? Ja. Ja, ja, das ist, sieht man halt, wenn man den technischen Part mal gucken lässt. Und dann grillen. Und so, oder? Ja. Jetzt machen wir so, dann kommen wir auf 120 Grad. Ja, sieht gut aus. Wir nehmen hier die zweite Temperatur Sonde und gehen ins dünnere Fleisch. Wo, wollt ihr da sagen, wo stecken wir rein? In das dickere oder das dünnere? Ins dünnere. Warum? In die Mitte, weil das schneller gar ist. Ah, okay. Und wir wollen ja kein zähes Fleisch, sondern wir wollen ein leckeres Medium. Das Mediumfleisch haben. Das machen wir mal zu, pendeln ein auf 110 bis 120 Grad, gucken, dass wir innen bei 53 Grad landen und braten es dann scharf. Und was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Jo! Also in diesem Sinne, bis später! Thomas hat natürlich wieder die Hälfte vergessen. Wie immer, hab's ihm erklärt, dreimal. Aber der ist einer der technische Part von uns. Wir schneiden natürlich ein bisschen die Schwarte ein. Ich habe zwar gesagt, die Schwarte ist gar nicht so dick, aber Thomas hat gesagt, ja, ich bin dick, aber deswegen ritzen wir die ein bisschen ein hier. Da kommt der Saft ein bisschen besser raus. Siehst du, Thomas, es ist gar nicht so viel. Das reicht schon. Riechen tut es, also wenn sie riechen könntet, ist schon mega. Vielleicht noch so ein bisschen heiß, aber. Küche. Ja. So. Fürs Gewissen. Fürs Gewissen, Thomas, ja, schön. Ja. So. Deckel zu. Deckel zu, aber dort. Ja. Irgendwie hat was anderes hingelegt, oder? Ja. So hingelegt. So. Alter, ich habe so viel falsch rumgelegt, ne? Aber so ist viel, viel besser. Dann in diesem Sinne lassen wir noch eine kleine Rakete steigen, ne? So, das letzte Mal so für dieses Jahr. Wir haben jetzt bei dem etwas dünneren, was mein Tomahawk Steak ist, die 53 Grad erreicht. Wir schauen mal rein. Das sieht schon mal sehr, sehr, oh ja, sehr, sehr gut aus. Das nehmen wir, stecken jetzt die Thermometer um in das etwas dickere, weil der wird noch nicht so ganz die Temperatur haben. Temperatur haben. Das können wir mal kurz hier haken, sag ich mal. Wir müssen dazu sagen, dass die linke und die rechte Platte aussehen, also jetzt geht. Ja, eine indirekte Zone, ja. So, steckt gut, denke ich.
stellen wir das hin. Das Tomahawk Steak, das packen wir jetzt ein. Das haben wir sogar schon so eine leicht. Und lassen es bis in unsere Schuhe-Po-Box. Die hat es ein bisschen warm, kann das ein bisschen ruhen. Und wenn das andere fertig ist, werden wir das dann noch mal scharf angrillen. Schön einpacken. Das ist ja, super. Packen wir hier rein. Wenn es passt. Ja, super. Klappe zu. Und dann würde ich sagen, auf die nächste halbe Stunde. Tino, was machst du denn jetzt da noch? Hast du mich erwischt hier jetzt? Ja. Thomas. Ja. Und ich muss sagen, Thomas ist meine Frau. Die hatte Angst, dass es nicht reicht für uns. Deswegen habe ich heute noch schnell zwei leckere Tri-Edge Steaks geholt. Vom irischen Weiderind. Und die machen wir jetzt so nebenbei noch als Backup mit. Aber ihr werdet dann sehen, das wird dicke reichen. Aber nur um das Gewissen meiner Mitesser, sage ich mal, zu beruhigen, werden wir die jetzt noch mit drauf. Das dicke hat 40 Grad, das größere Tomahawk, dann können wir die mit drauf. Dann läuft das optimal, würde ich sagen. Und let's do it. So, es ist jetzt schon ein bisschen später geworden, wir verraten mal nicht die Uhrzeit. Aber wir sind noch gut im Zeitplan, ist noch das alte Jahr, wir sind noch nicht im neuen. Das größere Tomahawk Steak hat jetzt auch seine 53 Grad. Sieht sehr gut aus. Oh ja. Da unsere anderen Steaks, die wir nebenbei mit. Das Wetter ist mal wieder auf unserer Seite. Das Wetter ist richtig auf unserer Seite, das merke ich. Aber wir grillen ja für euch zu jedem Wetter jetzt. So, dann packe ich wieder aus. Ein. Thomas hat vorbereitet. Natürlich nicht. Guckt euch das an. Sieht das gut aus? Sieht verdammt gut aus. Packen wir das auch schön ein. Schön fest. Das ist schön wieder. Und ab. Unsere Box. Ist hier ausgelaufen, das eine. Aber das ist nicht schlimm. Es geht darum, die Wärme. Das ist so. Zu. So, die anderen Steaks lassen wir einfach jetzt hier oben ein bisschen grillen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich würde sagen, dann geben wir mal Gas. Fangen wir mit den Kartoffeln an. Was war das? Fast jetzt bumm gemacht und das an Silvester. Das ist ein technisches Genie. Das war nicht das Genie, ich habe das nicht angemacht. Du hast das vor uns angehabt zum Abbrennen. Anscheinend nicht, Thomas. Ich habe es gar nicht berührt. Ja, Thomas, war es wie immer nicht. Ist einfach so, dass ich gerade die Verpuffung hier erlebt habe. Aber für euch mit Special Effects heute zu Silvester kann man es schon mal krachen lassen. So, dann knallen wir mal unseren Grill hoch. Dann habe ich für unsere Kartoffeln vorbereitet. Ja, sehen wir schon die Ofenkartoffeln. Die haben wir ein bisschen ausgehöhlt. Die Masse von der ausgehöhlten habe ich ein bisschen mit Sahne und Käse, Salz, Pfeffer verrühren. Da machen wir jetzt noch den Bacon rein, den ich hier schon auf unserer Grillmatte vorbereitet habe. Hi. Ja, also Fans könnt ihr mal filmen. Ja. Den lege ich hier auf. Jo, und dann geben wir mal Gummi. Wenn jetzt nicht das Gas leer sein sollte und noch der Verpuffung. Was, ich könnte warm sein auf der Seite. Den grillen wir jetzt, schneiden den kleinen, machen den noch mit in die Masse rein. Dann können wir schon mal unser Gemüse hier. Ein bisschen Olivenöl können wir noch drauf machen. Salz, Pfeffer habe ich schon dran. Und ein bisschen rüber. Schneiden wir unseren TNT Barbecue. Womit hast du den Salz, Pfeffer dran gemacht? Mit den super Peugeot-Pfeffer-Salzmühlen. Dazu nochmal danke, ne? Ja, unsere Edelfans, muss man ja mal erwähnt haben. Unser erstes Geschenk war das. Ja. Ist jetzt auch das einzigste. Wir, ne? Wir warten noch auf dem Grill, vor allem. Ja. Wir warten von Charbroil noch auf dem Grill, auf dem größeren. Ja. Dass wir da mal richtig loslegen können. Aber nächstes Jahr wollen wir angreifen, vielleicht ergibt sich da was, ja. Wir sind ja schon im Charbro-Magazin, wurden wir ja schon angeschrieben. Durften wir Fotos einschicken von unserem Essen und von uns.
Mal sehen, wann das erscheint. Wir werden es euch auf alle Fälle zeigen, wenn wir das Magazin in den Händen haben. So, an sich ist das Grillgemüse fertig. Das packen wir einfach mit auf den Grill. Volle Pulle zu das Ding. Und also 15 Minuten wird es brauchen. Dann ist es fertig. Geht los? Du bist drauf. Ich bin drauf. Ja. Ich bin drauf. Der Bacon ist fertig. Den nehmen wir runter. Lassen wir den kurz auskühlen. Dann werde ich ihn grob klein schneiden. Sieht gut aus. Ich sage jetzt nicht mehr her. Das ist natürlich Bio-Bacon. sehr lecker. Ich wusste gar nicht, dass es Bio-Bacon in Haltungsform 1 gibt. Haltungsform 2. 2 ist immer gut, wie in der Schule. Ich nehme mein Messerchen. Dann einen immer probieren. Oh, der ist lecker. Jetzt schneiden wir den gerade so ein bisschen. Gerade so in Streifen. So, dann machen wir das einfach mit hier in die Masse. Nein. Die Katze braucht auch ein bisschen was. So, ich brauche ein Tuch wie immer. Ich habe heute erst eins. Aber Thomas hat immer fleißig weggeräumt. Dann rühren wir das mit unter die Masse. Dann haben wir unsere ein bisschen Olivenöl dran. Und dann mit Pinsel noch ein bisschen ausstreichen. So. Und dann verteilen wir das einfach. Machen das einfach hier in die Kartoffeln praktisch wieder zurück. Kann ich jetzt auch, ich habe jetzt Sahne dran gemacht, man kann auch Frischkäse dran machen. Hast du schon gesagt, was alles drin ist? Ja, habe ich vorhin schon erklärt, den Fjorden, die wissen das. Dann haben die dir besser zugehört als ich. Ja, das ist einfach nur die Kartoffelmasse, die ich aus den Kartoffeln rausgekratzt habe. Bisschen Sahne, bisschen Käse dran. So, normaler halbe Käse habe ich jetzt genommen. Emmentaler, man kann auch verschiedene nehmen. Man kann auch den Käse weglassen und dafür Frischkäse nehmen. Aber ich finde das so, also ich persönlich finde das so besser. Machen dann noch so einen kleinen Kräuterdip dazu, aber den werden wir jetzt nicht groß zeigen oder filmen. Einfach ein bisschen Quark, ein bisschen Kräutersalz, Pfeffer, ein paar Zwiebelchen. Das denke ich, kriegt ihr da hin. Dann packen wir die einfach mit hier drauf auf unsere Matte. Ich hätte nie gedacht, ich war ein so Fan von der Grillmatte, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich echt froh, dass wir die haben. Diese anderen Steaks hier so als Backup für den Thomas, weil er immer so einen großen Hunger hat. Die nehmen wir auch runter. Packen die auch ein bisschen ein. Und schmeißen die dann auch nochmal kurz so, kurz mit drauf. Jawohl. So, tun wir mit in unsere Box. Hier geben wir jetzt Vollgas und hoffen, dass es nicht wieder pufft. Aufmerksame Zuschauer werden sich fragen, wo das Gemüse hin ist. Das Gemüse ist natürlich fertig. Wir haben natürlich einen Schnitt drin. Ne? Und halten es jetzt warm. Genau. In die Mitte zu und schauen wir mal, auch so 15 Minuten wird es brauchen. Dann sind wir fertig, ready to eat. Ich habe vorhin gesagt, das letzte Mal so, aber ich sag nochmal so. Wir packen das Fleisch aus, hauen es jetzt auf den Grill. Wir haben jetzt knapp 250 Grad. Die Kartoffeln haben wir umgesetzt, das werdet ihr gleich sehen. Ja, finishen das. Und dann sind wir raus im neuen Jahr. Ich denke mal, wir werden bis 12 essen. Und dann geht's los. Da die Kartoffeln haben wir hochgesetzt, dass sie in Ruhe warm werden können. Und jetzt ab dafür. Ha. Klingt schon mal gut. Nicht klotzen, sondern klickern, ne? Mhm. Nicht kleckern, sondern klotzen, oder? So, dann machen wir es mal zu und dann warten wir es, was es gibt. So, wir nehmen unsere Steaks, die sind fertig, die sehen super aus. So,
Jetzt drehen wir unsere Tomahawks. Oh, mal gucken, wie man das gegrillt. Ein bisschen low, glaube ich. Der Knochen macht uns einen kleinen Strich durch die Rechnung. Nein. Dann haben wir noch 3 Minuten. Und dann sollte es endlich lecker Schmackofatz geben. Puh. Wir haben es geschafft. Flame-Grill. Aber ich denke, das Warten wird sich gelohnt haben. Da, Thomas, guck dir das an. Guck, das war nicht gut ist. Wenn das mal nicht gut ist. Siehst du noch was? Boah, ich sehe nichts mehr. In diesem Sinne sagen wir, vielen Dank, dass ihr uns abonniert habt. Abonniert uns weiter, empfehlt uns weiter. Wir sagen schon mal ein gesundes Neues, einen guten Rutsch. Wir sehen uns 2021, hoffentlich dann auch im TNT Barbecue Garten, den wir hoffentlich schaffen, nächstes Jahr fertigzustellen. Für neue, tolle Videos, tolle Grillideen. Haben uns auch schon ein bisschen was überlegt für das nächste Jahr. Ich hoffe, ihr seid dann weiter dabei, haltet uns die Treue. Von mir ist es aus gewesen. Haut rein, lasst es krachen. Oder auch nicht, gab ja keinen Kracher dieses Jahr. Wir sehen uns 2021. Von mir hinter der Kamera. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und munter. Und abonniert uns, wie der Tino schon gesagt hat. Bleibt dabei. Folgt uns weiter und genießt mit uns das leckere Essen. Danke.